Ja, hallo Marius Ebert hier. Wir beginnen eine neue Videoserie Lernen ohne Leiden. Nehmen wir mal an, Ihr Ziel ist ein IHK-Abschluss. Betriebswirt, IHK, technischer Betriebswirt, Personalfachkaufmann, Personalfachkauffrau, Wirtschaftsfachwirt. Das ist Ihr Ziel. Ja? Eines der vielen, vielen IHK-Abschlüsse. Das wollen Sie erfolgreich erreichen. Dann haben Sie einen Weg zu absolvieren. Dieser Weg geht jetzt in meiner Darstellung von hier unten bis zu diesem Ziel. Da ist natürlich die Prüfung vorgeschaltet. Ja, also die bestandene Prüfung müssen wir hier davor schalten. Wir machen jetzt so eine Art Rückwärtsplanung sozusagen. Und wenn Sie die Prüfung erfolgreich bestehen, ja, bei der Prüfung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie bestanden oder Sie haben nicht bestanden. Bei einer bestandenen Prüfung bekommen Sie dann diesen Abschluss, bekommen Sie dann dieses Diplom. So, ehe Sie in die Prüfung gehen, brauchen Sie das Wissen und die Fertigkeiten, um die Prüfung erfolgreich zu bewältigen. Und das wiederum erfordert mehrere Schritte. Und der erste Schritt hier unten, der erste Schritt ist die Selektion des Lernstoffes. Sie müssen unterscheiden, was ist relevant und was ist jetzt relevant, weil Sie es jetzt als Grundlage brauchen, und was ist erst später relevant, wenn Sie die Grundlagen so weit beherrschen, dass Sie sich um Details kümmern können. Dann brauchen Sie zweitens eine Strukturierung des Lernstoffes. Ja, wenn Sie schon Videos von mir gesehen haben, dann wissen Sie, dass ich das abkürze SS, und dann kommt erst der dritte Schritt, das eigentliche Lernen, also SSL, Selektion, Strukturierung, und dann erst das eigentliche Lernen. Das heißt, das hier, die Selektion und die Strukturierung, die Auswahl und dann das Ordnen des Lernstoffes, ist sozusagen die Vorarbeit. Gleichzeitig die Vorarbeit, die am meisten Zeit und Energie kostet. Das eigentliche Lernen ist im Vergleich zu diesen ersten beiden Schritten sehr viel weniger intensiv. Das Lernen selber besteht aus drei Schritten. Wenn wir diese Prüfung anstreben, dann können wir sagen, drei Schritte: verstehen, vertiefen, verwenden. Verstehen, vertiefen, es auf eine tiefere Ebene bringen, ins Langzeitgedächtnis bringen, und verwenden. Verwenden bedeutet aktivieren, denn die Prüfung ist ja eine handlungsorientierte Prüfung, da wird ja nicht einfach Wissen abgefragt, das man auswendig gelernt hat. So, und diese Videoserie, die ich heute beginne, heißt Lernen ohne Leiden. Deswegen möchte ich Ihnen zeigen, wo das Leid üblicherweise beginnt. Das Leid beginnt nämlich schon hier im ersten Schritt bei der Selektion. In der Regel machen die Leute einen Fernlehrgang oder gehen zu einem Präsenzanbieter und sind hundertprozentig davon abhängig, dass dieser Anbieter, dieser Bildungsträger, die Selektion des Lernstoffes gemacht hat. Die Selektion muss erfolgen auf der Grundlage des Rahmenstoffplans. Es gibt zu jedem dieser Abschlüsse, und ich habe ja vorhin eingangs nur so ein paar Beispiele genannt, gibt es einen Rahmenstoffplan vom DIHK. Und wir schauen uns in diesem Video nur diesen ersten Schritt Selektion, das ist also für heute unser Schwerpunkt, schauen wir uns genauer an. Dafür nehme ich eine neue Seite. Also der erste Schritt, die Selektion, erfolgt immer auf Grundlage des Rahmenstoffplans. Diese Rahmenstoffpläne können Sie auch kaufen. Das ist also kein Geheimnis, kein Insiderwissen, sondern das kann man kaufen im DIHK-Shop. Irgendwie 15, 16 Euro oder so etwas kostet, so ein Rahmenstoffplan. Und dieser Rahmenstoffplan
Gibt den Lernstoff vor. Rahmenstoffpläne sind didaktisch jetzt nicht besonders glücklich. Rahmenstoffpläne sind Kompromisse. Man sieht, da haben Leute sich zusammengesetzt. Jeder hat da so ein bisschen versucht, sein Spezialgebiet da unterzubringen, wie das immer so ist. Ja, menschliche Eitelkeit überall. Aber die Rahmenstoffpläne sind verbindlich und das ist der Maßstab. Der Rahmenstoffplan ist der Maßstab für das, was vermittelt werden muss. Es ist nun nicht so, dass diese Rahmenstoffpläne immer ganz eindeutig sind. Sie sind manchmal auch so ein bisschen, naja, eben uneindeutig. Aber gleichwohl sind sie der Maßstab, der verbindlich ist. So, wir sind beim ersten Schritt der Selektion und wir haben gesehen, das muss auf Grundlage des Rahmenstoffplans passieren. Das ist also die Theorie. So sollte es sein. Und jetzt kommt die Praxis. Jetzt schauen wir uns an, was in der Praxis sehr oft passiert und warum so viel Leid auch geschieht beim Lernen. Nämlich, diese Selektion wird in der Praxis bei vielen Anbietern nicht auf Grundlage des Rahmenstoffplans gemacht, sondern in der Praxis wird ein Lehrgang, wie sagen wir mal der Betriebswirt IHK, nur ein Beispiel von vielen. Betriebswirt IHK besteht aus verschiedenen Fächern. Fach 1, Fach 2, Fach 3, Fach 4, Fach 5 und so weiter. So, was macht nun ein Weiterbildungsanbieter? Der hat jetzt für das Fach 1 hat der Dozent 1. D1 ist Dozent oder Dozentin. Für das Fach 2 hat der Dozent 2. Für das Fach 3 hat der Dozent 3, für das Fach 4 hat der Dozent 4, für das Fach 5 hat der Dozent 5. Das heißt, wir haben eine Tendenz von 7 bis 8 Dozenten in einem Lehrgang. 7 bis 8 Dozenten pro Lehrgang. Das ist das übliche Bild am Markt. Ja, überprüfen Sie das bitte. Ja? 7 bis 8 Dozenten in einem Lehrgang. Und zwar, ich mal die Konstellation nochmal auf, weil ich sie gleich brauche. Also, irgendein IHK-Abschluss, es gilt tendenziell für alle, ja, ein IHK-Abschluss besteht aus mehreren Fächern. 7 bis 8 Fächer. Ich nehme jetzt mal hier nur beispielhaft 6 auf. Fach 1, Fach 2, Fach 3, Fach 4, Fach 5, Fach 6. Das können 7 oder 8 sein. Fach 1 wird unterrichtet von Dozent 1. Fach 2 wird unterrichtet von Dozent 2. Fach 3 wird unterrichtet von Dozent 3. Fach 4 von Dozent 4. Fach 5 von Dozent 5. Und Fach 6 von Dozent 6. So. Jetzt haben wir also eine Konstellation, dass die Verantwortung für die Selektion des Lernstoffes verteilt ist auf 7 bis 8 Dozenten. Was meinen Sie wohl? Wie viel dieser 7 bis 8 Dozenten nimmt die Sache ernst und unterrichtet wirklich das, was im Rahmenplan steht? Und wie viel Anteil der Dozenten nehmen einfach ein Skript, was sie sowieso fertig haben, und unterrichten einfach dieses Skript und kümmern sich gar nicht darum, was im Rahmenstoffplan steht? Ich sage es Ihnen. 1 bis 2 Dozenten oder Dozentinnen natürlich, 1 bis 2 Dozenten machen die Sache gut und richtig. Der Rest, das sind also bei 8 Dozenten 6 bis 7. 6 bis 7 Dozenten machen die Sache falsch. Also hier richtig, Ausrichtung am Rahmenplan, und hier 6 bis 7 Dozenten machen die Sache falsch. Warum? Warum ist das so? Ja, warum ist die nächste Frage. Nun, schauen wir uns den Alltag eines Dozenten an. Ein Dozent muss seine Zeit verkaufen. Ja, er verkauft seine Zeit und er verdient, wann verdient er Geld? Er verdient Geld,
Wenn er unterrichtet. Er verdient Geld im Unterricht. Er verdient Geld, wenn er einen Auftrag hat. Wann verdient er kein Geld? Wenn er Skripte schreibt oder überarbeitet oder aktualisiert. So, und hier ist die Versuchung sehr, sehr, sehr groß, dass ein Dozent sich konzentriert auf das Geld verdienen und sein Skript, so wie er es einmal irgendwann geschrieben oder vielleicht sogar abgeschrieben hat, verwendet, unabhängig davon, was in diesem speziellen Lehrgang verlangt wird. Das heißt, die Dozenten arbeiten in gewisser Weise mit einer Pauschalierung. Zum Beispiel hat ein Dozent ein Skript für Marketing. Schauen wir uns das mal an. Ja, nehmen wir mal an, es geht um das Fach Marketing. Der hatte einmal ein Skript geschrieben, Marketing. Er hat also ein Skript, Marketing. So, jetzt kommt Marketing in sehr, sehr vielen dieser IHK-Abschlüsse vor. Ich nenne diese Abschlüsse mal IHK 1, IHK 2, IHK 3 und IHK 4. Aber jetzt gibt es eine gewisse Basis von Marketing, die bei allen gleich ist. Nennen wir das Basis 1. Basis 1 gleich Basis 1 gleich Basis 1 gleich Basis 1. Marketing ist bis zu einem gewissen Grad immer Marketing. Aber dann erfolgt eine Spezifikation. Das heißt zum Beispiel, das Marketing im Gesundheitswesen ist ein anderes Marketing als das Marketing im Konsumgüterbereich. Ab einem bestimmten Detaillierungsgrad. Man könnte also auch sagen, wenn das Gebiet Marketing so ein auf der Spitze stehendes Dreieck ist, dass etwa bis hierhin wir diese Basis 1 haben, also bei allen gleich, und oberhalb dieser Basis es jeweils eine Individualisierung geben muss. Und genau diese Individualisierung passiert in der Regel nicht. Sodass das Leiden hier oft erst relativ spät auftritt, nämlich die Teilnehmer merken es in der Phase der Prüfungsvorbereitung, wenn Sie sich auch alte Prüfungen kaufen, auch das kann man kaufen im Shop des DIHK, genau wie die Rahmenpläne, und merken, dass Sie teilweise mit Fragen überhaupt nicht klarkommen. Ja, das ist der erste Grund, den ich hier herausgearbeitet habe, für Lernen mit Leiden. Was ist also die Lösung? Nun, die Lösung ist eine Orientierung, eine strenge Orientierung am Rahmenstoffplan und eine Abstimmung der Konzepte. Ja, noch einmal zur Erinnerung, wir haben hier Dozent 1, Dozent 2, Dozent 3, Dozent 4 und so weiter und so weiter. Diese Dozenten kennen sich untereinander, vielleicht gerade mal vom Sehen und in der kurzen, flüchtigen Begrüßung, aber es erfolgt hier keine Abstimmung der Konzepte. Dozent 1 hat sein Skript und zieht das durch, Dozent 2 hat sein Skript und zieht das durch, und dass die mal diese beiden Skripte nebeneinander gelegt haben und mal abgestimmt haben, können sie komplett vergessen. Das ist wieder ein Grund für Lernen mit Leiden. Okay, das soll zunächst einmal genügen. Und im nächsten Video gehe ich dann auf die weiteren Ursachen für Lernen mit Leiden ein und zeige, wie die Lösung aussieht für Lernen ohne Leiden. Wenn Sie jetzt schon mehr wissen wollen, klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.